Vorsitzender des Schätzungsfalls. Ursula von der Leyen war die erste heute vor im Kabinett, dann kam Schäuble. Zwei Mitspieler im Präsidentenpoker. Schäuble ernst wie immer, die Sorte Ministerin aus Hannover aber lächelt und schweigt. So wie gestern. Es muss jetzt mit unterhoher Zeitdruck eine gute Lösung für dieses Land gefunden werden. Das gilt für euch einfach. So. Diese Schweige gab, die gilt heute auch für Angela Merkel. Nichts zu sagen für der Chefin den ganzen Tag. Im Kanzleramt in der Ausspielung singen raus und rein. Erst Westerwelle, dann Seehofer und natürlich auch von der Rhein. Sie gilt als Merkels Favoritin und auch sonst spricht vieles für die 51-Jährige. Sie ist relativ jung und intelligent, kann gut mit Menschen und hat sich in der Politik Respekt verschafft und ein paar konservative Normen wegen ihrer Familienpolitik. Im Bundestag wird nun bald wieder umgebaut. Platz schaffen für die gut 1200 Mitglieder der Bundesversammlung. Da hat die Koalition eine satte Mehrheit. Schlechte Karten also für die SPD. Ich würde mir wünschen, es gäbe einen Vorschlag für eine Persönlichkeit, die auch Lager- und parteiübergreifend Akzeptanz hat. Es geht um Repräsentantinnen und Repräsentanten für das gesamte Land und nicht nur für Schwarz-Gelb. Entschieden ist bisher jedoch nichts. Auch Bundestagspräsident Lambert ist noch im Rennen, außerdem Christian Wulff aus Hannover und natürlich Wolfgang Schäuble. Er antwortet auf die Präsidentenfrage heute sehr vieldeutig. Im Alter des Bundespräsidenten habe ich durch eine Agentur erfahren, und ich war mit den meisten anderen sprachlos. Und ich bin es bis jetzt. Schweigen auch bei der FDP. Einen eigenen Kandidaten wollen die Liberalen nicht. Schäuble aber wollen sie wohl auch nicht. An ihrem Veto ist er vor 6 Jahren schon einmal gescheitert. Von der Leyen jedoch gefällt der FDP und der CSU wohl auch. Bisher also bleibt alles offen im Präsidentenpoker, auch wenn die meisten Politprofis in Berlin heute wohl noch von der Leyen reden würden. Viele fragen sich, im Kabinett auf sie verzichten und das geht auch für Schäuble. Bettina Schausen in Berlin. Irgendwo da hinter Ihnen müssten eigentlich Klärungsprozesse laufen. Ist das Bild klarer geworden heute? In der Tat läuft die Klärung. Und Ursula von der Leyen ist nach wie vor ein Name. Nur dieser Tag hat eben nicht die Reduzierung erfolgt, diesen Namen gebracht. Weitere sind im Spiel. Wir haben das ja gerade gehört. Also Mutter der Nation wirklich, aber es kann nach wie vor auch ein Vater der Nation wieder werden. Die Chance besteht und einfach der Wille, das bis zum Wochenende über die Bühne zu bekommen und dann auch die Sportklausur nicht weiter damit zu belasten. Aber im Grundsatz herrscht offenbar doch das Motto, lieber Tragfähigkeit, Vorschnelligkeit, also auch nicht völlig ausgeschlossen, dass es noch in die nächste Woche geht. Das heißt, dann könnte diese große Sparklausur am Sonntag stattfinden und diese riesen Personalfrage steht unbewältigt im Raum? Naja, Ziel ist das nun wirklich nicht, aber man muss ja auch wirklich bedenken, diese Köhler-Nachfolgeproblematik ist ja jetzt noch zusätzlich hinzugekommen. Die Probleme sind ja in der Tat schon groß genug vor dieser Haushaltsaufstellung, mehr Sparen oder doch irgendwie mehr Einnahmen und wenn Sparen, dann wo, beim Wehretat, bei der Gesundheit sind Löcher zu stopfen. Also all das sind strittige Themen ja auch in der Koalition, die wir heute wieder gesehen haben. Und nun ist die Frage, wie man dann womöglich und möglichst vorher noch die schwierige Köhler-Nachfolgeproblematik